erbarmungslos schlägt das Reismonster wieder zu. Der Dexter-Mann kann sein Reis essen? Ja, scheiße. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass er auf die schwarzen Körner vom Wildreis steht. Und nicht nur auf die weißen, also er hat wirklich auf die gewürzten Körner abgesehen. Der Kater ist irgendwie nicht normal. Also die Große frisst nicht meinen Reis, aber der Kleine, der geht da richtig bei und ja, so ein Reismonster.